Einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Holzer Map mit Paul und meiner Wenigkeit. Guten Tag. Hallöchen. So. Alle Marschierer prüfen ihren Reifen. Denn ihr Reifen ist Ackergras runter. Ach du Alter, was haben die denn vor? Uah. So, jetzt sind wir wieder am Feld angekommen hier. Jetzt springen wir gleich wieder in den Drescher. Ich fühle mich gerade wie hier bei der FSL, Junge. Voll im Flow, Alter. Wir haben es gemacht. Was? Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie anstrengend. Da muss immer so viel drauf trainieren irgendwie. Ich habe das ja jetzt am Sonntag mal so ein bisschen verfolgt wieder. Ich habe zwar nicht alles geguckt, aber mal so ein bisschen mit reingeschaut. Also es ist echt ja interessant, ey. Ich werde zwar aus den Regeln nicht alle schlau, aber das ist ja egal. Ja. Ich glaube, das PG-Team hat mal wieder richtig rasiert, was ich so mitbekommen habe. Keine Ahnung. Kann sein. Ich glaube. Die haben ja schon letzte Saison stark aufgehört. Ja. Ja, ist doch gut, mein Gott, wenn die... Wenn die ja, Jungs, wenn sie Spaß dran haben. Sagen, wenn sie Spaß dran haben, ne, und die Jungs echt so fit sind daran, dann lassen wir ein Spiel. Ich meine, jetzt dauerhaft hätte ich da glaube ich keinen Bock drauf, aber für so eine Session hätte ich mal Bock. Alter, ich habe eine gerade Bahn gezogen und war bei 38%, ey. Junge, hier kommt ein Zeug runter, das ist der Wahnsinn. Hallo. Hallo. 1600. Ja. Okay. Ich dachte gerade, was war das jetzt schon wieder? Ja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Und wie läuft's bei euch so? Ich habe gesehen, ihr habt Körnermais. Ja, on mass. Körnermais-Überflutung im Moment. Ja. Ah, okay, da muss ich mir ja keine Sorgen machen. Nö, müsste eigentlich. Also, wir haben jetzt Feld 9. Ja. 90% weg und wie viel haben wir? Ich glaube 40.000 oder sowas haben wir runtergeholt. Jo, locker. Also ich habe mir vor ein paar Tagen mal eins von Uwes Videos angeguckt. Die sind extrem weit. Mhm. Denen fehlt faktisch nur noch Raps und halt auch Körnermais. Dann sind die müssen sie fast durch sein. Ja, es wird nochmal spannend zum Ende hin. Ja, also es wird auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier bei uns am Hof alles angesät, was geht. Das Problem ist, das machen alle anderen auch. Ja, ich habe gerade gesehen, Werner und Marschierer pflügen ihr reifes Ackergras runter. Die haben wohl auch einen speziellen Plan. Ja, das Problem ist, ich weiß sie nicht, weil ich die Woche echt nicht dazu gekommen bin, mir die Videos anzugucken. So geht's mir auch. Ich kenne mich gerade nicht wirklich aus, was so abgeht. Ich hab die Videos zwar bei mir in der privaten Playlist drin, damit ich es halt so systematisch abarbeite. Hallo. 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 Eine ich bin aber echt nicht... Stimme. Was? Ja. Hallo, ihr Lieben, wie geht's euch? Wie war's neues Jahr? Was? Ja, so, du hast gezählt eine was? Stimme. Aber das schon wieder ein Jahr so. Rum, oder was? Ja, ja. Bei mir im Drescher hängen Spinnweben mittlerweile. Gefühlt nur noch am Dreschen, ja? Na, dann komm mal zu mir. Meiner ist noch niegelnagelneu, du. Was hast du für ein Ungetüm? Ja, den Lexion, Mann. Ja, Mann. Da geht gerade den Körnermais runter. Richtig, damit hole ich gerade den Körnermais. Richtig. Am Ganzen war, Werner war vorhin bei uns und hat uns gefragt, warum wir unseren Drescher bei ihm direkt auf der Straße abgestellt haben. Das war aber nicht unser. Das war Boxe und Max, der mir mitten auf war. Uwes.
mitten auf der Straße abgestellt. Sag nichts, Marc. Es hat gepasst. Ja, es hat gepasst, ich hab's gesehen. warte mal. Braucht ihr eure Spritze irgendwie in nächster Zeit? Sonst bringe ich euch die dann wieder nach oben. Also im Moment nicht. Frühestens Ende Tag wahrscheinlich, wenn wir dann wieder Pflanzenschutzmittel ausbringen müssen. Mhm. Ja. Hallo. Denn... Darf ich kurz stören? Ja. Hallo. Paul, dürfte ich nochmal eure Einzelkornsämaschine haben? Nein. Hab ich dich gefragt? Du bist ja wieder freundlich. Ja, ich weiß. Wie lang? Sag jetzt nicht, du willst da oben das Riesenfeld 7 ansehen. Nee, Viertelstunde. Also, ja, Viertelstunde. 10 Minuten, Viertelstunde. Ja, das geht schon. Ja, nee, also da. Hast du schon. Ah, nee, ihr braucht die nicht mehr, ne? Was? Braucht ihr. Also, müsst ihr nochmal was einsehen, Einzelkorn? Irgendwas Mäßiges? Vielleicht, wir wissen es noch nicht genau. Richtig. Habt ihr schon mal überlegt, in was Größeres zu investieren? Noch größer? Nichts Größeres. Wollte gerade sagen, wir haben ja schon das Größte. 6 Meter sind das. Ja, aber alles, was größer ist, musst du vorher pflügen oder grubbern. Ach so, das ist das Ding. Und deswegen gibt es keine, die mehr als 6 Meter Arbeitsbreite hat, die aber direkt Saat ist. Ja, so. Gut, das ist natürlich nicht schön. Und wenn du halt vorher pflügen oder grubbern musst, dann hast du wieder 2 Arbeitsschritte. Deswegen ist die immer noch da. Recht hast du ja. Okay, ich hab's mir geholt. Danke. Tschüssi. Jo, ciao. Ich glaube, die sind länger beschäftigt. Ist ja nicht so, als hätten wir da uns nicht auch schon Gedanken drüber gemacht. Richtig. Ich habe auch schon spekuliert, aber es funktioniert einfach nicht. Entweder musst du viel Geld in die Hand nehmen für einen großen Grubber und eine große Sämaschine, aber Richtig. Das rechnet sich im Endeffekt einfach nicht, weil du hast dann 2 Arbeitsschritte und dann im Endeffekt 12 Meter Arbeitsbreite. Es hebt sich auf. Wollte ich gerade sagen, das rechnet sich einfach nicht. Nee, die Zeitersparnis ist null. Ich sehe gerade, warum fahre ich eigentlich immer außenrum zu Boxer und Uwe seinem Hof? Da gibt es eine direkte Zufahrt. Ja, ich weiß. Da fahre ich nie lang. Wo fährst du überhaupt hin? Achso, du bist da auf dem Feld, ne? Naja, ich bin auf dem Feld unterwegs. Soll ich dir dein Abfahrgespann mal rüberbringen? Jo, machen wir bitte. Ah ja, Boxer und Uwe brauchen ja nicht mehr viel, ne? Da sind sie auch fertig. Ja, das wird nochmal spannend jetzt am Ende. Boah, so spannend, glaube ich, wird es nicht mehr. Meinst du nicht? Nee. Da Dini fehlt wirklich nicht mehr viel. Ja, echt? Werner fehlt aber auch nicht mehr viel. Richtig. Nee. Ja, der muss nur noch, glaube ich, nur noch alles ansehen. Also in der richtigen Kombination kriegt er auch die richtigen Mengen runter. Aber er muss es auch runterbringen. So, den Mais kriegen jetzt Box und Uwe noch von uns. Dann fehlen ihnen eigentlich nur noch Sonnenblumen. Ja, richtig. Und Raps. Ja gut, den haben sie ja, glaube ich, schon stehen, oder? Ja, den haben sie ja stehen. Ich glaube, da fehlt uns noch deutlich mehr. Also seht ihr, ihr lieben Zuschauer, die Hilfe, die damals von uns kam, hat gar nichts gebracht bei Ron und Simon. Naja, gar nichts jetzt auch nicht, aber... Ja, aber das war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja. Das war lustig. Ja, ich auch. Ich fand's auch lustig. Aber mal gucken, also ich sag mal so weit vom Schuss sind wir jetzt auch nicht. Nee, es ist also relativ, sagen wir mal, relativ nah beieinander. Also wenn wir den Könner meist noch auffüllen, Raps ist der Raps muss halt noch reif werden, das ist das Problem. Sojabohnen haben wir jetzt 2 Felder, sind reif. Ein drittes ist noch im Wachstum, also quasi auf der Hälfte irgendwie. Und halt das große, ein großes Feld, Sonnenblumen ist fertig. Richtig. Wo wir ja noch, ich weiß nicht so, ich glaube 42 Kubikmeter, glaube ich, noch abtreten müssen. 53.000 hat er, glaube ich, von uns gekriegt. Ja. Hört man sogar mehr. Ich muss ihn nochmal fragen, ich hab's schon irgendwie vergessen. Ich muss mir das echt mal aufschreiben. Haben wir jetzt die ganze Zeit mit irgendwie so viel mit sich selbst beschäftigt, dass man solche Sachen irgendwie. Ich glaube, Sonnenblumen, die halten echt gut dagegen, ne? Sonnenblumen, die halten aber auch extrem dagegen. Auch Raps. Mit Raps, Raps sag ich schon, mit Soja. Da bist du auch echt lange beschäftigt. Soja zieht sich auch ganz schön.
Ja, bei Soja kannst du halt mit einem riesen Schneidwerk ernten, ne? Wenn es sein muss. Ja gut, bei Sonnenblumen auch, also. Aber halt das Ansehen. Bei Soja kannst du auch mit der, weiß ich nicht, 12 Meter Drille drüber fahren. Das geht halt bei Sonnenblumen nicht. Weniger gut. Wobei, ihr habt ja auch 12 Meter. Ja, also ich sag mal so, du könntest, es gibt ja schon, ich meine, es gibt schon eine Legemaschine auf der Größe, meine ich, warte mal. Nicht beim Quernland mit drin oder so? Nee, beim Quernland gibt es, glaube ich, keine. Jedenfalls keine, die alles kann. Ich guck mal. Ja, genau, aber es geht die nicht. Die Great Plains, glaube ich, kann. Mal gucken. Das ist ein Mod. 12 Meter hat die Quendeland. Die kann auch Sonnenblumen ansehen. Ja, aber ist sie direkt zart? Nee, das sind überhaupt kein. Nein, das ist der einzige Nachteil in der englischen Geschichte. Es gibt halt große Sämaschinen für halt Weizen und so. Ach Gedöns, so. Wo du halt ja automatisch schon einen Vorgrubber halt mit dran hast. Und du da dementsprechend auch viel Arbeitsbreite hast. Aber halt beim Einzelkorn sieht es halt anders aus. Mhm. Gut, man muss bedenken, ich glaube, Einzelkörner sind einfach dicker. Also, weil wenn du Weizen säst, ist ja was komplett anderes, als wenn du halt Körnermais säst. Also Mais. Ja, das fängt schon damit an, dass sie anders gelegt werden. Genau, die Reihenabstände sind größer. So, wo muss ich denn hier hin? Das ist... Das frage ich mich auch jeden Tag. Was denn? Wo muss ich hier hin? Jeden Tag dieselbe Frage. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Doch nicht jeden Tag, jeden zweiten. Also, was denn da? Ron? Hm? Wo hast du denn das große Geschoss hingestellt? Welches große Geschoss? Wir haben nur große Geschosse. Den Deutz. Steht am Hof oben. Hof oben, okay. So blind. Ich habe jetzt gerade verstanden, steht am Hochofen. Ja, ich sag mal so, wenn ich das Gebäude anzünde, dann ist es ein Hochofen. Wollte gerade sagen, hast du einen Hochofen. Guck mal bitte, Simon, ist die Feld 16 fertig bei dir? Feld 16? Jo, Hab ich das gerade gedüngt. Nee, bei mir ist es noch dunkelgrün. Ah, okay. Scheiße. Kannst aber weiter durchfahren. Hast du schon abgetankt? Achso, ist ja alles Soja. Ja, alles Soja, alles Soja. Ich komme da mal mit einem, ich bring dir mal einen Anhänger vorbei. Jo, das ist lieb. Dann kann ich nämlich danach weiter ansehen gehen. Ja, dann kommt der Hafer noch. Wir brauchen noch eine Runde Hafer. Hafer? Ihr könnt wenigstens direkt drüber sehen. Ja. Ja, genau. Wir müssen flügen. Die letzten Male immer flügen. Nämlich Erdfrüchte. Also wir sind bei Hafer und bei Raps sind wir ganz, ganz knapp davor. Also da brauchen wir vielleicht noch von beiden noch ungefähr 40.000. Wenn überhaupt, ich glaube nur 35 reichen vollkommen. Der große Knackpunkt ist halt aktuell Sonnenblumen und Soja. Sind wir durch. Plage haben wir ohne Ende. Ist auch fertig. Das sind die beiden einzelnen Sachen, die wir noch brauchen. Grüße. Grüße. Hallo. Mahlzeit. Wollt gar nicht lang stören. Störst nicht. Störst nicht. Ron? Ja? Das ist unser Feld. Echt jetzt? Nee, jetzt nicht, oder? Und das ist unser Feld. Echt jetzt? Ja, das ist also, das. Du kannst gerne weiter ernten, ne? Aber. Du musst weiterfahren. 6 und 12 gehört uns. Ich hau dir 100 Körnchen wieder raus. Ach, Thomas hat nichts genommen hier. Entschuldigung. Ja, da bin ich wieder weg, ne? Danke. Bis euch. Tschüssi. Oh, geil. Ach, Mann, hey. Wenn die ganze Ecke Soja ist. Ja, das ist schwierig. Nein, 6 und 12, die gehören beide uns. Oh, wir hatten gerade vorhin das Gespräch hier so. Ja, Anzeige schön lassen. Ach, der Wahnsinn. Jetzt hat er wenigstens einen schönen Videotitel. Passt doch auch. Ich sag mal so,
Werner hat noch den Vor, also unsere beiden Felder sind zwar nur, glaube ich, nur einmal gedüngt. Aber dafür halt Unkraut wurde entfernt. Bei ihm, glaube ich, steht alles noch drauf. Das stimmt. Auch nicht schlecht. Er hat's verpennt. Ja. Hat's ein bisschen verpennt, da was zu machen. Ja, ihr Lieben, ich moderiere mal ab hier, ne? Ja, genau, mach mal. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch gerne bei uns vorbei. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Weder bei mir und noch bei alle anderen natürlich auch, so meine ich das. Ja, nicht vergessen, einfach abonnieren, Glocke da lassen, reinschauen wieder. Macht es gut, bis dann, ciao, ciao. Tschüss.